Hey, schönen guten Tag. Wir sind ja schon live. Knang! Herzlich willkommen zurück, live, hier am, in Hamburg, am 4. Januar 2015. Ich bin hier noch kräftig am Einstellen und am Überlegen. Denn so richtig einen Plan, was jetzt passieren soll und wird, den gibt es. Aber im Plan integriert ist tatsächlich ein bisschen ausprobieren. Denn eigentlich war ursprünglich, das steht auch bei Twitch, so lese ich es, meine Vorsätze 2016. Das ist eigentlich das, was ich hier vorhatte. Es gibt aber, und dazu habe ich mich vor 2 Stunden entschlossen, ich fasse das ein bisschen zusammen. Das ist mein persönlicher großer Vorsatz für das Jahr 2016, nicht immer so viel, sondern pointierter auf einzelne Sachen eingehen und vor allen Dingen Sachen machen, auf die man Bock hat. Und ja, die auch was bringen, so, ne, genau. Ich will mehr zocken, kein Witz. Gerade im letzten Jahr und die Jahre davor habe ich zu wenig gezockt, ich möchte wieder mehr zocken und ich freue mich auch drauf. Ich werde heute kein StarCraft zocken, lieber Xaxax, so wie du im Twitch-Chat heißt. Nee, ich werde heute andere Sachen spielen, nämlich Space Survival Games. Explizit werde ich mir ein paar Early Access-Spiele angucken und ihr seid herzlich eingeladen, einfach mitzumachen. Ich habe in der schönen Weihnachtszeit mit meinen guten alten Önhausen Kumpels ein paar Spiele besprochen. Einige haben wir auch angetestet. Eins davon hat uns sehr viel Spaß gemacht. Mir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und zwar heißt das Ding Empyrion oder Empyrion Galactic Survival. Eigentlich nichts Besonderes. So, wir können mal kurz auf die Steam-Seite gehen, dann seht ihr das gerade. Gebt mir 2 Sekunden. Das ist auch schon länger draußen. Ist eines dieser wunderbaren Steam Early Access Spiele. Und wenn ihr tatsächlich Bock auf eher frischere Spieltitel oder sonstiges habt, dann solltet ihr immer wieder da reingucken. Hier, springen wir kurz auf meinen Ragnar und gucken uns das Ganze an. Empyrion Galactic Survival. Das ist die Steam-Seite, die dazu am Start ist. Und das Ding war, ist immer noch 10,79 €, 40% günstiger. Und wenn ihr nicht wisst, was das hier ist, ja, dann werden wir das gleich einfach mal zusammen spielen. Und ich springe auch gleich rein. Ich habe mal ein bisschen geguckt und versucht, die Leute zu kontaktieren. Eine Mail werde ich noch schreiben. Ich habe einfach mal geschaut, von wem kommt denn das eigentlich? Und scheinbar kommt das tatsächlich aus Deutschland. Alien Game Studios heißen die Kollegen. Und das finde ich mal ganz nett. Vielleicht versuchen wir die auch irgendwie mal zu kontaktieren. Denn das, was sie hier mit Empyrion Galactic Survival gemacht haben, das sieht echt ganz vernünftig aus, macht vor allen Dingen sehr viel Spaß, steht aber auch in sehr, sehr harter Konkurrenz natürlich mit einigen anderen Spielen. Und zwar einem anderen Spiel, das werde ich ebenfalls gleich mit euch zocken oder ich werde es mal rein mir angucken. Ich habe da den Tipp bekommen und zwar ist es das hier, Pulsar Lost Colony. Komm, wir springen mal auf den Computer rauf. Das hier ist es, können wir auch mal hier Sound anmachen, bitteschön. Das können wir mal hier anmachen. Das sieht ein bisschen nach Standbild aus jetzt gerade. Jetzt geht's, glaube ich, genau. Und Pulsar Lost Colony ist das Ganze. Bitte was? Tone O, Entschuldigung. Dankeschön, hochziehen, genau. Danke, Timo. Das ist ebenfalls ein Space Survival. Allerdings ist das Spiel. Sieht zumindest augenscheinlich ein bisschen wertiger aus. Und das hier ist etwas, was es zum Beispiel in dem anderen Spiel, in Empyrion Galactic Survival, nicht gibt. Also das ist ein bisschen nerdiger, man muss in der Ego-Perspektive tatsächlich sein Schiff und seine Crew bearbeiten. Es gibt Ingame-Währungen, das hier scheint wirklich sehr viel tiefer reinzugehen. Es gibt verschiedene Klassen, also ein sehr, sehr, sehr tiefer Rollenspielanteil, während zum Beispiel Empyrion, das werden wir gleich übersehen, eher so ein bisschen Survival-mäßiger unterwegs ist. Ein bisschen wie Rust. Was wir uns ebenfalls nochmal angucken werden, denn dort wurde sehr viel gemacht. Also viel natürlich Survival-Gedöns, viel Rollenspielanteil. Das hier wollen wir uns angucken. So, das reicht jetzt erstmal. Und als nächsten Titel, also das ist zumindest das, was ich jetzt in den nächsten 2 Stunden vorhabe. Wir springen einerseits in dieses Spiel, in Pulsar Lost Colony. Dann springen wir noch rein in Empyrion Galactic Survival. Und wenn es denn die Zeit bringt, möchte ich das hier mit euch spielen. Da bin ich auch sehr gespannt. Davon habe ich viel gelesen. Space Engineers. Ein sehr nettes Studio aus London, Keen Software House, hat das gemacht oder arbeiten daran. Und das geht ebenfalls in diese Richtung. Jetzt kann man dort Planeten besiedeln. Das ist zumindest das, was sie jetzt neu angekündigt haben. Und naja, es ist halt auch so, ne? Man baut halt einfach seine Raumschiffe, fliegt damit rum und ballert im All gegen andere Leute. Also
Ich freue mich richtig auf all diese ganzen Spiele, die jetzt da rauskommen. Und sowas findet man halt dann doch schon federführend auf Steam, natürlich auf dem PC. Und kann diese Sachen dann auch alle spielen. Bin sehr gespannt. Now with Planets. Ich habe Space Engineers als auch Pulsar, diese beiden Spiele, nicht eine Sekunde gespielt. Wir werden da also gemeinsam draufspringen. Und schauen einfach mal, was es bedeutet. Und ich glaube, das tut auch ganz Note und tut auch Sinn, sich das Ganze mal so anzugucken. Und wenn ihr da draußen Bock habt, dass das weitergeführt wird, dann schreibt mir das. Ganz simpel. Hashtag RBTV. So machen wir das. Relativ simpel. Und jetzt gucken wir doch mal kurz hier im Chat, was geht denn an. Also, die fangen an zu spielen. Nicht so viel labern. Okay. Space Engineers ist voll kacke. Schreibt hier Kurliana. Ja, mal gucken, ne? Bin gespannt. So. Und jetzt können wir aber einfach mal direkt loslegen und Empyrean anmachen oder Empyrean. Ark Survival Evolved habe ich mir ebenfalls angeguckt, endlich, nachdem das ja wirklich extrem fett abgefeiert wird, habe ich mir neulich nochmal durchgelesen, immerhin gelesen. 2 Millionen Spieler haben es, also 2 Millionen Downloads offiziell, das Ganze gibt es natürlich auch auf Xbox One. Große Leute im Internet, wie Erik Gronk und sowas, spielen das natürlich schon Ewigkeiten und auch da will ich nochmal reingucken. Also die ganzen Survival-Games, das ist etwas, worauf ich Bock habe. Aber jetzt aufhören zu reden und einfach mal reinspringen in Empyrean Galactic Survival. Schauen wir mal, ich habe keinen eigenen Server am Start, deswegen bin gespannt, wie es jetzt mit euch aussieht. Ich werde jetzt einfach mal auf einen deutschen Server reinspringen. Deutscher Server, Mitspieler erwünscht. Da gehe ich jetzt drauf. Ihr habt es gerade gesehen, das heißt, wenn ihr das Spiel selber habt, dann springt einfach mit drauf. Das können wir machen. Und ich frage die liebe Regie nochmal, könnt ihr die Musik im Studio ein bisschen leiser drehen? Mal leiser ein bisschen. Das wäre cool. Ansonsten, ich habe hier eine kleine Liste von Spielen, die ich 2016 erwarte. Aufhören, wir sind im Spiel. Okay. Jetzt sieht man nicht, weil ich vorhin schon mal den Test gemacht habe. Ich bin eigentlich mit so einem Security Pod gelandet. Und bin im Wasser gelandet, so. Und jetzt gucke ich mal, was hier drin ist. Also, das ist mein Escape-Pod. Und das sind alles Sachen, mit denen ich anfange. Das ist schon mal ganz gut. Ich sammle jetzt erstmal alles. So, ist leichter. Und equippe mich. So, guck mal, Pistolen, alles mit am Start. Das ist doch schon mal schön. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, okay. Hier wurde schon ein bisschen was gebaut. Also ich habe einen kleinen Test gemacht mit meinen Kumpels in Öhnhausen und da haben wir einen eigenen Server aufgemacht. Da gab es noch nichts, aber hier, guck mal, da ist schon mal eine Basis. Da können wir mal gucken, was hier drin los ist. Also es ist relativ simpel. Es ist ein bisschen Minecraft für Space-Liebende, sagen wir so. Guck mal, und hier sind, okay, da ist nichts drin. Das sind sogenannte Constructor. Das heißt, dort kann ich gewisse Sachen bauen. Das ist eigentlich relativ einfach. So ein bisschen wie der Ofen in Minecraft, ne? Und das Ganze eben auf Space getrimmt. Hier kann man Steak machen. Obwohl, da brauche ich eigentlich sowas wie eine Art Küche irgendwie. Ja, und das ist eigentlich schon alles, ne? Und da muss ich jetzt rumgehen. Und jetzt können wir mal gucken, ob hier irgendwer am Start ist. Fände ich ja mal interessant. So, das bin ich. Helm nehme ich ab. Denn scheinbar gibt es hier Sauerstoff auf dem Planeten. Und was ist jetzt Empyrean? Ja, es ist halt genau das, was ihr eigentlich erwartet. Es ist ein Survival-Game. Man landet halt irgendwo auf der Erde. Auf einem Planeten. Was geht denn jetzt hier ab? Wieso kann ich nichts schreiben? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Habe ich irgendwas gedrückt? Ich kann mich nicht bewegen. Warum? Okay, ich kann schießen, aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, vielleicht habe ich irgendwie den Chat angemacht, aber ich raff nicht, wie ich den auskriege. Was soll denn das jetzt? Och, Mann. Ja, wunderbar. Funktioniert wieder super. Ja, alles, was ich anfasse, technisch, scheint, wenn ich live bin, nicht zu funktionieren. Das ist ein bisschen das, was Eddie wahrscheinlich mal hatte und einfach an mich weitergegeben hat. Aber ich raff auch nicht, warum. Tja. Zu üblich, ne? Jetzt müssen wir mal kurz warten. Also wenn ihr Bock drauf habt, das ist der deutsche Server Mitspieler erwünscht. Kommt doch einfach rein und so. Aber jetzt will ich einfach nicht mehr ins Spiel rein. Tja, ist es kaputt? Dann gehe ich nochmal ganz raus. Entschuldigung. So ist das, ne?
Sprechen wir ein bisschen über andere Titel, auf die ich Bock habe. Elite Dangerous werde ich mir angucken und ebenfalls testen. Ich bin jetzt gerade wieder auf so einem Space-Trip. Da habe ich gerade sehr viel Bock drauf. Und da gibt es natürlich auch unfassbar viele Sachen zu erleben. Einige Leute von uns haben sich das schon mal angeguckt. Ist jetzt auch nichts Neues. Kommt aber, zumindest ist das der Plan, ebenfalls 2016 voll raus. Genauso wie Empyrean, genauso wie Pulsar, genauso wie Space Engineers und auch wie Ark. Ark soll auch offiziell 2016 fertig werden. Es sind aber alles Projekte, die jetzt schon sehr viel Spaß machen und die weiter bearbeitet wurden. Fernab von den ganz großen Titeln, die für 2016 erwartet werden, wie Quantum Break zum Beispiel. No Man's Sky soll dieses Jahr rauskommen. Wild, hier Michel Ancel, dieses Open Survival Game in der Natur. Es gibt sehr viele fantastische Sachen, die hier passieren, spieltechnisch gesehen. Und von Virtual Reality fange ich, wie gesagt, jetzt gerade an. So, jetzt gucke ich mal, ob das jetzt funktioniert. Gehen wir wieder drauf. Und ihr seht übrigens links oben im Spiel Pre-Alpha 5.0.2. Also es ist wirklich noch sehr früh und kostet, wie gesagt, jetzt gerade 10 Euro. Und diese 10 Euro finde ich, das kann ich schon mal sagen, von der Spielsession, die ich bereits hatte und den Stunden, es lohnt sich schon, da auf jeden Fall mitzuwirken. Also, ich bin wieder im Spiel. Hurra, ein Glück. Ich habe eine Pistole in der Hand, da habe ich Glück bekommen und ihr seht, es sieht recht erdähnlich aus. Es gibt sowas wie ein Jetpack, das ist mit inkludiert und hier sowas komisches kann man looten. Alien Plasma habe ich gerade genommen. Und überall seht ihr jetzt hier schon kleine Überbleibsel. Backpacks, wahrscheinlich wird das leer sein, yo. Das sind alles Backpacks, wahrscheinlich von Spielern, die sich gegenseitig umgebracht haben. Wenn man, sobald man einmal stirbt, dann bleibt so ein Backpack liegen. Gucke ich mir jetzt nicht an. Und es ist eigentlich relativ simpel. Man rennt halt rum und lootet alles weg. So, was haben wir denn? CSU-Headquarter. Echt? Die sind am Start? Na gut, dann gehe ich da mal hin, würde ich sagen. Sir Ictus Base. So, und das sind alles kleines Raumschiff. Okay, vielleicht soll ich doch da hingehen. Denn, und das ist das, was ich echt interessant finde. Psst. Man kann hier, und das ist das Ziel von diesem Spiel, ein eigenes Raumschiff bauen. Und damit kann man dann auch wirklich wegfliegen. Geil, ne? Da, All Alliance Base. Das sieht doch schon mal geil aus. Und vor allen Dingen sieht das, so weit bin ich halt noch nicht gekommen. Das hier ist ein fettes Raumschiff. Gatling Gun ist dran. Und das sieht doch schon mal richtig vernünftig aus. Ich habe ebenfalls im Netz schon lustige Builds gesehen. Einer hat den Millennium Falcon nachgebaut. Die guten Leute von Yogcast haben das gemacht. Und das sieht alles schon sehr viel nach Spaß an. Okay, man braucht einen Core, damit das losgeht. Hier werden die so reingemacht, das ist so ein bisschen wie ein Schlüssel. Und man muss einer gewissen Fraktion angehören. Da muss ich mir erst die Erlaubnis holen. Relativ simpel eigentlich, um daran zu kommen. Es gibt sowas wie Attacken, also eigentlich auch nichts Besonderes. Ab und zu kommen so Drohnen runter. Und das hier, das hier sieht fehlgeschlagen aus. Das sieht wie ein Raumschiff aus, was nicht so cool geflogen ist. Ja, naja, auch kaputt. Schade eigentlich. Und natürlich macht sowas am meisten Spaß, wenn man halt zusammen losrennt und sich was Neues aufbaut. Okay, das hier sind alles noch Loot-Sachen, die man braucht, um sich zum Beispiel Medipacks zu basteln. Es gibt ein paar rudimentäre Gegner, die da sind. Es gibt Drohnenattacken und natürlich Alien-Getier. Und das ist eigentlich das Ziel, was man in diesem Spiel vorhat, ins All fliegen und dort Space-Basen bauen. Boah, da gibt es auch so geile Sachen, die ich gesehen habe. Das ist echt fantastisch. Und da hinten gehen wir jetzt mal hin. Guck mal, die bauen hier ihre Basen fett über Wasser. Das ist ja geil. Schauen wir uns das Ganze mal an, ne? Also auf diesem deutschen Server. Scheint auch eher ein PvE-Server zu sein und kein PvP. Ja, ich brauch kein fieses Geräusch. Alter, was geht denn da hinten ab? Seht ihr das? Ist das ein Schiff? Die Beauty. Okay, und The Raven schreibt, meine Base gehört nicht mehr mir. Ist das schon mal jemandem passiert? Ja, wenn du vergessen einzustellen, dass nur du oder deine Fraktion dort rein darf. Okay, wie bitter ist das denn? Da hat scheinbar wirklich jemand einfach vergessen. Okay, das sieht, es sieht sehr lustig aus. Das ist ein riesengroßes Schiff. Ein wirklich verdammt riesengroßes Schiff, das sich Killer nennt. Und Tai-Jäger und die Beauty sind da mit drauf. Ich will dieser Fraktion angehören. Ich bringe euch Pixie Stalk Bundles mit. Wie komme ich da rein? Wie kann ich dieser Fraktion. Boah, wie gut ist das denn?
Okay, das ist echt ein fantastisch großes Schiff. Sowas, und ich habe es gerade gesehen, irgendwer sitzt da drin und versucht, das Ding gerade zu fliegen. Boah, ist das groß. Fantastisch. Ich will da irgendwie rein. Das ist ja echt geil. Das ist ja fantastisch. Okay, also das ist, bin ich. Hier, genau, das zeige ich euch auch ganz schnell. Das ist ein Tech-Menü. Man levelt auf und je nachdem, was für ein Level man hat, kann man verschiedene Sachen bauen. Also das ist eigentlich ganz in Ordnung. Das bedeutet, man muss halt erstmal Sachen bauen, gewissen Loot einsammeln. Damit steigert man im Rang. Und dann kann man anfangen, sich die entsprechenden Teile zu bauen. Für jedes Teil braucht man entsprechend auch verschiedene Einheiten und Gegenstände. Hier zum Beispiel, um einfach nur einen Stuhl zu bauen für sein Raumschiff, braucht man Kabel, einen Computer, warum auch immer, Metallkomponenten und Electronics. Und all diese Sachen, die muss man sich dann halt reinziehen. Und jetzt geht schon wieder nichts. Moin. Ich versuche mal, gucken wir mal. Hier wird auf jeden Fall noch kräftig getippt. Aber wenn, ist das jetzt schon wieder buggy oder was? Ich raff's nicht. Ich kann mich jetzt wieder nicht bewegen. Und das finde ich seltsam. Ich kann mich einfach nicht mehr bewegen. Schade ist das. Ups. Ist es denn so buggy? Aber das hatte ich zum ersten Mal, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Ja. Gut, dann schauen wir uns wenigstens noch mal kurz die Map an. Sowas können wir auch machen. Also das ist das Startgebiet, in dem ich unterwegs bin. Hier vorne scheint ein anderer Mitspieler zu sein. Das ist The Raven, der bewegt sich auch. Hier ist Killer, Starfighter. Überall kleine Raumschiffe am Start. Und jetzt können wir mal gucken, ob hier auf der anderen Seite... Jo, hier... Also überall auf dieser Karte sind auf jeden Fall einige Sachen am Start. Hier zum Beispiel Crest MS Titan und Epsilon Weapon Factory. Das heißt, da sind auf jeden Fall Sachen, die kann man looten. Und hier, da seht ihr Vorkommen. Schöne Vorkommen wie Kupfer zum Beispiel. Das braucht man natürlich. Promethium braucht man für Energie, für Fusion Cores. Und Magnesium braucht man für zum Beispiel für Munition. All diese ganzen Sachen. Ja. So, sagen wir mal, ich bin mal kurz im Spiel draußen. Ne, tatsächlich. Es will einfach nicht. Das finde ich ja echt strange. Er will einfach nicht mehr ins Spiel zurückgehen, aber das scheint irgendwie ein bisschen buggy zu sein. Ärgerlich. Gehe ich nochmal raus. Warum auch immer. Tja. Schade, ne? Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz, ich guck mal im Chat parallel, was ihr denn zu solchen Spielen eigentlich nennt. Also viele Survival-Game-Spieler, also die meisten haben ja eher Bock auf schnelle Action. Multiplayer ist nicht für jeden etwas. Das basiert eigentlich auf, also finde ich, Empyrean und generell so Survival-Games machen mehr Spaß, wenn man das tatsächlich zusammenspielt. Und, guck mal, dass ich jetzt drauf komme. Können wir ja gleich mal eure Meinung schreiben, während ich hier wieder auf den deutschen Server gehe. Aber so viele von euch haben das scheinbar nicht am Start. Schade. So, gucken wir mal. Was sagt ihr denn dazu, der Chat? Genau, was ist mit Star Citizen? Ja, für Star Citizen brauchen wir sehr viel Zeit. Und da wird der Michael Reinke auch immer wieder reinschnieken. Freue ich mich auch drauf. Star Citizen, auch das ist natürlich ein Titel, den wir uns angucken wollen. Habe ich auch Bock drauf. Kerbal Space Program schreibt hier Peeing Horse. Schöner Name. Oh Gott, es gibt so unfassbar viele Spiele, die man halt ausprobieren müsste. Habe ich auch schon lange auf der Liste, wie sehr, sehr viele andere Spiele. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Steam Sale ist der Teufel. Es ist einfach der Teufel. Moin, die Karte. Mir geht's gut, dankeschön. Ich hoffe, euch oder dir geht's auch gut. Ihr schreibt alle Tab. Einfach nur Tab. Habe ich getan. Ging nicht. So. Schauen wir mal. Naja, aber ihr werdet schon recht haben im Chat. Gut, scheinbar, ich frage mal den guten Timo, müssen wir in die Werbung gehen jetzt gerade mal? Ist das korrekt? Ja, genau. Alles klar. Also, liebe Leute, wir springen ganz kurz in die Werbung. Jetzt funktioniert das Spiel auch wieder. Ich werde mich schlau lesen durch euch im Chat, wie ich wieder steuern kann. Scheinbar hat es irgendwas mit dem Tabulator zu tun. Und danach geht es gleich einfach weiter, ganz gemütlich mit ein bisschen Daddeln hier. Empyrean Galactic Survival, später noch Pulsar Lost Colony und eventuell noch die Space Engineers. Mal schauen. Bis gleich.